Vielleicht besser hier. Ich gehe von der anderen Seite ran. Au! Hallo Rolli-Poli. Können wir auch was trinken, weißt du? Ja. Also ich bleib einfach hier oben stehen. Ja, komm, ich hol den mal eben. Du kannst ja noch mal gucken, ob du hier irgendwas findest. Ich hol den jetzt mal eben. Ich muss hier mich nur zurechtfinden. Und es ist dunkel. Und ich habe Angst im Dunkeln. Dunkel ist auch gruselig. Hm. Habe ich noch irgendwas zu essen? Ist auch schon wieder vergammelt. Überleg mal. Frisch eingepackt und hier drin vergammelt das Essen. Ist doch unglaublich. Ja, ist ja irgendwie ist das sehr bekloppt und unlogisch. Ich weiß nicht, warum das immer so extrem sein muss. Au! Der ist da oben drauf. Ich müsste mich mal konzentrieren, du blödes Viech. Ich will dich daran nicht erinnern. Ich weiß. Ich gehe noch mal in Fotomodus, Vorsicht. Ich muss den ja auch finden, weißt du? Naja, ich habe hier gerade, laufe ich hier nur rum und gucke, ob ich hier irgendwas anderes finde. Aber aktueller Stand, nein. Ist ja so tief unten, ja, tatsächlich. Also ich muss dann da runter, da und dann, ja, das geht, alles klar. So. Weil wenn ich da dran vorbeispringe, ist auch blöd, ne? Das wäre dann hier, glaube ich. Aber dann haben wir das Zähnchen wenigstens auch, weißt du? Guck mal, das ist für ein Zahn. Ein goldener. Ja, aber vielleicht können wir damit schon wieder neue Sachen freischalten, die wir eigentlich, also wo wir jetzt nicht durch stärker werden oder so, aber es sind trotzdem freigeschaltete, ja, Gimmicks. Eben. Käme man da rüber? Na, ist mir zu riskant, komm. Lieber den bekannten Weg gehen. Hier ist noch ein saurer Drop übrigens. Saurer Drop bin ich raus. Da magst du ihn nicht? Nein, nein, ich mag Salz. Salzig. Bist du salzig? Das ist immer gut. Mag ich, ja. Leckst du immer Salz, oder was? Du bist schon 180 Schritte nah. Oder Zentimeter. Oh, ey, er springt aber auch genau durch die Astgabel, ne? Oh, wieder 190. Ja. Ah! Ist hier denn jetzt plötzlich so viele Gegner? Ja, du sollst ja auch deinen Spaß haben. Aber du bist schon am Rückweg, ne? Nee, ich verpiss mich, bin doch nicht bescheuert. Das wäre so lustig, wenn du sagst, ich bin wieder zu Hause. Ich bin gleich da, ja. Wir können aufhören. So, bist du auch da? Ich weiß nicht mehr, wo du bist, also ich sehe nicht, wie weit du weg bist. Du könntest mir mal sagen, wo dieser blöde Stein ist. Dieser Marmor, wo ist denn der? Da oben, wie komme ich denn da hin? Du sollst nicht an dem Rolli-Poli rumspielen, wie kommt man denn an den? Von oben wahrscheinlich runterschweben, da drauf, in die Ecke. Ja, ich kann das machen, ich kann zu dir kommen. Nein, nein, nein. Oder? Du kommst da nicht hin. Ja, dann versuch mal. Aber mach keinen Scheiß, ja? Der einzige Scheiß, der jetzt vielleicht passieren kann, ist, dass mein Fallschirm nicht mehr reicht. Und den muss ich jetzt halt gut timen. Hast du noch einen mit? Ich hab... Hast du noch genug? Weil wir müssen den, um auf das Rohr zu kommen, brauchst du auf jeden Fall Fallschirm, ne? Und dann habe ich nicht mehr viel. Ich hab vielleicht dann lass, komm. Warte. Ich muss mal eben meine Schuhe anziehen, die sind aber auch so gut wie fertig. Aber ja, das ist alles Kacke hier. Warum muss ich das haben, wenn ich da auf ein Rohr möchte? Muss ich da auch so reingleiten? Ja, weil du sonst auf die Fresse fällst. Also zu viel Fallschaden. Ja, es ist einfach zu weit weg. Deswegen brauchst du, musst du darüber dondeln. Ja,
Ja, aber die können doch nicht sowas hier reinbauen unten. Nee, in der Gefahr, dass du halt einen Donnel nicht mehr hast. Ja, wieso? Dann hast du halt Pech. Dann musst du halt gucken, ja, wie du rüberkommst. Das Spiel deinstallieren. Nö, du musst dir mal was einfallen lassen, weißt du? Wenn du sagst, geht nicht, dann geht nicht. Dann geht auch nicht mit einfallen lassen. Weil doch, weil ich habe gesagt, wir wollen auf das Rohr. Ja, um noch was zu holen. Du musst ja nicht auf das Rohr. Um rüber zu kommen, aber dann hätte ich ja jetzt das holen können, damit du alleine auf das Rohr gehst. Ja, aber ich... So, ich komme zu dir, ne? Oder? Ja. Hallo. Ich finde, das ist ein sehr, sehr schwerer Sprung. Du bist nicht im Weg, ne? Ich renne da mal rüber. Try it. Ich bin drüben. Muss ich jetzt mit zu dir? Macht das Sinn? Also wenn du es nicht schaffst, weil du brauchst knappen halben Dondel. Nein, den habe ich nicht mehr. Dann kannst du versuchen, den Stein zu holen. Okay. Das Problem ist halt, du musst natürlich auch von da oben dann runter, ne? Also du musst ja nur auf dieses Erdstück hier unten springen. Denk aber dran, wenn du... Bitte kommen wir wieder zurück. Naja, denk dran, wenn du dir das Marmorstück holst, musst du einmal durch den Spinnentunnel wieder bis hier hin und dann hier wieder runter springen. Das werde ich niemals schaffen. Dann wird das Let's Play nie enden. Dann muss das Spiel umbenennen in Findet... Nemo. Findet Gorilla. Nee, dann ich springe hier runter. So, und jetzt muss ich mal echt konzentrieren. Das ist ein bisschen fickelig hier. Vor allem sind das immer so Sprünge. Ich hasse sie so sehr. Weil du eckst dann wieder irgendwo an und musst genau die Stelle finden und musst genau darüber. Und boah. Und wenn du da runterknallst, dann weißt du, was die Uhr geschlagen hat. Ja, ich musste auf das Rohr. Das war richtig. Ne? Kann ich da nicht irgendwie seitlich, aber dann knall ich davor. Ist auch nicht so einfach. Nein, nein, nein. Er hat jetzt... Natürlich überhaupt keinen Schwung mehr, der Wichser. Oh, ich hasse dieses Drecksviech. Bei jedem Kack da unten. Hui, 1000 Kilometer. Jetzt nix. Nicht rum. Also ich bin auf der anderen Seite, ne? Ja, ich sehe dich. Gut. Ich habe gerade noch ein bisschen abgebaut. Hier war Rost. Alles klar. Ich war ganz leise, damit du nicht da... Du hast ja gesagt, du musst dich konzentrieren. Mhm. Also, hier läuft auch eine Wolfsspinne rum und so weiter, weißt du? Hi. Jetzt mal ganz schnell in deine Richtung gesprintet. Ich hasse ihn so sehr dafür, weißt du. Natürlich. Stürzt noch ab, du Idiot. Boah, das ist ein Pisser, der Typ, ne? Also, ihr könnt euch gar nicht... Ich könnte ihm eine klatschen. Herrlich. Mach einen ganz feinen Sprung. Ja, dir auch, aber... Ganz feiner Sprung. Nee, komm, lass mal einmal über die Karte springen, weißt du? Jetzt brauche ich meinen großen Sprung. Ich hab Knie. Das ist ein Spinner, ehrlich. Da. Spinner. Ich bin auf dem Endrohr und komme zu dir. Dann kann ich nämlich... Ich wollte nochmal eben die Raw-Science-Punkte holen, weißt du? Ach so. Ich warte hier unten auf dich. Ja, weißt du, wär ja schön, wenn er auch mal... Ne? So sehen und wenn das einfach so klappen würde. Ja, weißt du, wenn ich nicht immer sagen würde, was gemacht werden muss, sondern einfach mal selber machen, weißt du? Das wäre schön. Hi. Das ist aber auch ein bisschen fordernd. Ja, ich weiß. So bin ich. Jetzt falle ich hier runter. Er hat wieder keine Kraft. Das ist ein Knollo, der Typ, ey. Drei Staubmilbenpelz haben wir auch nochmal eben geholt. Unser Tag. Mhm. So. Haben wir heute was geschafft, Mann? Aber wir sind auch schon 2 Stunden dran. Also. Der Mann nächstes Mal. Da gibt es noch richtig eine Schnur. Das wissen wir nicht, ob es nächste Mal ist. Vielleicht machen wir ja nächste Mal eine schöne Sammeltour. Hm?
4 Stunden nur Farm. Entspannt. Wieso höre ich denn schon wieder so eine Ruhe. Kackspinne? Weil die da ist. Hättest du hier auch mal eine klatschen können, weißt du? Ja, sogar meine ich. Nicht bei Spinnen, die sind immer so hochaggressiv, weißt du? Kommst du? Nö. Wir gehen aber noch in die Hauptbasis, ne? Ja, aber dann los jetzt. Ja, ich bin ja dabei. Also Hauptbasis, ne? Nur über die Nebenbasis kommen wir ja zur Hauptbasis, weißt du? Nicht lang quatschen. Da müssen wir noch irgendwas mitnehmen. Hier sind noch Komm. Hoden. Tür ist offen, los. Ja, ja, trink was. Puzzle. Was denn? Ja, Hasi, mitnehmen. Kann nix. Blau. Schneller. Außerdem, denk dran, ich hab noch, wir haben jetzt noch 11 Minuten, weißt du? Ich kann ja nicht mittendrin die Folge kaputt machen, geht doch nicht. Geht alles. Was soll man aber tun? Du könntest noch was machen. Wir könnten schon längst fertig sein, aber nein. So. Die hassen mich. Au. Ja, ja, ich dachte. Fette Hub steht da rum, weißt du? Und mir wird hier die HP weggebissen. Geh doch mal weg. Bleib hier auch stehen. Ja, dann bleib doch stehen. Wir springen runter zu den Spinnen. Ah. Weißt du, hätte auch schon mal eine Treppe hier hochbauen können. Hat er auch nicht gemacht. Weißt du? Hier ist eine Treppe nach oben. Nee, von unten nach oben. Von ganz unten nach ganz oben. Weißt du? Aber nein. Nichts macht er. Nicht. Nichts macht er. Ja, dass man vom unteren Teil des Gartens da hochkommt. Achso, das wäre eine coole Sache. So, dass man da. Ach, jetzt, ja, verstehe ich. Ja? Bin ich bei dir. Dann hätten wir nämlich den Umweg nicht gehen müssen. Ja, dann machen wir nächstes Mal echt so ein bisschen, mal ein bisschen bauen. Ja, wieder. Dann ist nichts mehr mit Men. So sieht das aus. Weißt du, dann kann der Gorilla mal wieder bauen. Haben wir schon lange nicht mehr. Ja, deswegen. Finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Stopp! Ui! Hat dir gefallen? Nee, alles gut, aber von der Geschwindigkeit gut, dass er gebremst hat, sonst wäre ich wahrscheinlich übers Dach hinausgeschossen. So. Ja, wie machen wir das denn jetzt? Was? Ja, wir sind jetzt bei 11 Minuten. Ja, dann lass noch ein bisschen hier looten gehen, keine Ahnung. Ja, wir könnten ja unsere Läuseschuhe schon mal reparieren. Dafür bräuchten wir eine Laus, ne? Na, ist ja nicht so, dass man nichts zu tun hat. Ja, eben. Also ich brauche auch eine Laus. Nicht nur du eine. Ja, nee, ich auch. Für aber, unsere aber Läuseschuhe sammeln wir noch mehr. Eine Laus. Ja, dann können wir schon mal wieder ein neues Dörrfleisch machen. Ja. Also gerne jetzt als Ziel nochmal essen. Einfach essen. Ich laufe hier mit rum und gucke. Alles klar. Jetzt kann ich dir mal Geschichte erzählen. Ich laufe hier rum. Lauf über einen Stein und weiß also genau, da ist gerade nichts. Auf einmal spawnt in mir so eine Laus. Ja, guck. Vielleicht hast du Läusesamen im Arsch. Keine Ahnung. Ich weiß, was du dir da reingeschoben hast. Ich will jetzt ein bisschen eine dicke Ruhe gemacht. Zwei Viecher habe ich schon mal. Also zwei Fleischbrocken. Sehr gut. Unterschiedliche. Ich hätte vielleicht mal eben mein Lager leer machen können, ne? Ja, das hätte ich eigentlich machen können. Das wäre sinnvoll. Nur einmal N drücken müssen. Nur einmal N drücken, ja. So, jetzt habe ich schon mal drei. Läuse? Fleischstücke? Nee, zwei Läuse, davon ist ein Rüsselkäfer. Von den drei Fleischstücken. Von den drei Läusen ist einer ein Rüsselkäfer, sehr gut. Nee. Da hast du meinen Satz nicht verstanden. Doch. Ah, es tut mir natürlich leid. Ja, ich weiß. So. Ich höre schon die vierte Laus. Aber ist anscheinend wieder in einem Holzast.
ärgert mich. Mhm. So was ärgert mich. Was? Ich habe hier spröder Stein noch gefunden. Ja gut. Ich mein, abgebaut. Ich habe eine Spinne gefunden. Auch gut. Mhm, aber eine also dicke. Wenn du sie finden wolltest. Nee, eigentlich nicht. Und kommt sie auf mich zu, ja, ne? Ja, wahrscheinlich, oder? Lauf! So, drei Läuse, ein Rüsselkäfer. Ich habe Marienkäfer gefunden. Ich habe eine Mücke gefunden, auch gut. Sehr gut. So, Rüsselkäfer, können wir noch was essen? Weißt du, ich zum Beispiel sammle ja auch noch Maden. Weil wir die ja für Smoothie-Rezepte durchaus gebrauchen können. Ne? Mhm. Ein paar Rüsselkäferchen. Können wir Dörrfleisch rausmachen. Das sind ja eh schon gedörrt, ne? Ich kümmere mich hier gerade um... Komm her. Stechmücken. So. Zack. Sehr gut. Komm, nimm mal zwei Stück hatte ich. Ja, ja. Da kommt Nummer drei. Komm mal her, komm. Komm mal ran hier, um Meter. Ich wechsle mal die Waffe, weil wenn ich jetzt nämlich eine Laus treffen sollte, dann wäre das eine Dörrlaus. Und die ist natürlich nicht so sinnvoll. Also ich habe schon Läuse. Du kannst die ruhig dören. Das ist doch super. Weil dann müssen wir die nicht an unsere Wall of Shame Dörrgestelle hängen. Ich habe hier eine Krähenfeder gefunden. Die steckt mitten in dem Gerät drin. Das wird bestimmt wieder super enden, oder? Fünf Läuse. Manometer. Das Schlimme ist ja gebraten. Läuse-Dörrfleisch. Läuse-Dörrfleisch. Ich rotte nämlich zurzeit die Käfer aus, weißt du? Welche Käfer? Die Rüsselkäfer. Die Armen. Also, ja. Ich habe auch alle angegriffen, die ich gesehen habe, aber ich habe nur zwei gesehen. Und ich habe ja gleich Dörrfleisch, das ist ja lecker. Weißt du? Ja, das war echt praktisch sowas. Man muss sich halt nur dran erinnern, ne? Ist halt blöd, wenn du dann so eine Laus hast und denkst, meine Schuhe. Und dann stellst du fest, Wenn du gerade reparieren möchtest, ne? Dann ja, genau. Ist eine doofe Situation, das stimmt. So, zack, zack und zack. Und zack. Und zack und zack. So, du hast jetzt eine rohe Laus noch in der Essenstruhe. Ich höre ja auch noch irgendwo eine, aber... So. Ich muss gerade auch nochmal hier das ein oder andere reparieren. Reparaturkleber, den müssen wir auch nochmal einen Auftrag geben. Boah, dieses Gras, ne? Dass der jedes Mal an dem Gras hängen bleibt. Ärgerlich, du. Das ist ein Typ, du. Ja. Ich glaube, die ganze Du bist schon zu Hause, wa? Ja, genau. Den Glühwürmchen Helm rum. So, noch einmal. Da kannst du auch froh sein, dass der sich nicht abnutzt, ey.
Was mache ich? Ich glaube, ich mache einfach eine mächtige Waffe daraus aus meinem Zehennagelkrummen Schwert mit mächtiger Klumpen. Aha. Mächtiger Klumpen. So, dann machen wir mal noch eine Ladung. Aber meine Batzen nicht wegmachen, ne? Die brauche ich, die habe ich mir gemacht.